Hallo Leute, ich bin Coach Micha für euch. Und heute möchte ich mich mal wieder einer Zuschauerinnenfrage zuwenden von Miss Anonym. Miss Anonym hat mir eine schöne E-Mail geschrieben, in der sie ihre Situation beschrieben hat. Und wie so oft, leider vergesst ihr häufig euer Alter. Das ist eine extrem wichtige Sache. Ja? Es ist ein Unterschied, ob ihr 50 seid oder 20. Tatsächlich macht das einen großen Unterschied. So, da habe ich ja nochmal ein paar Fragen geschrieben, dann hat sie mir geantwortet, sie ist 21 und der Mann, also der Ex, um den es geht, der ist 21. So, jetzt haben wir ein Bild davon, er wohnt circa 5 Kilometer von ihr entfernt, also wir haben hier jetzt nicht mit einer Fernbeziehung zu tun, das ist auch eine wichtige Information. Okay, prinzipiell zu diesen E-Mails. wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dann versucht alles, was wichtig ist, in diese E-Mail zu packen, aber nicht mehr. Ich bekomme hier stellenweise Dinger, die sind mehrere PDF-Seiten lang. Ich lese das nicht. Ich kann das unmöglich lesen. Ich habe hier kein Team sitzen. Ja. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen manche Leute hier haben. Also es ist wirklich heftig, was ich wirklich an Sachen reinbekomme. Ich möchte das alles abarbeiten, aber ihr müsst mir ein bisschen dabei helfen. Also so kurz wie möglich packt notwendige Informationen rein. Ihr schreibt meistens über Hü und Hot und die Familiengeschichte eurer Lieblingsponys und dann vergesst ihr euer Alter. Ja, also ihr müsst ein bisschen überlegen, so, worum geht's eigentlich? Ja, was muss da eigentlich wirklich alles rein? Und wenn ihr alles schon ganz toll selbst reflektiert habt, ihr benutzt häufig diese Mails auch, um euch was von der Seele zu schreiben. Das kann ich nachvollziehen, ich bin der Falsche dafür. Dann schreibt es in euer Tagebuch. Was ich brauche, ist etwas, womit ich arbeiten kann, was so kurz wie möglich ist, wo alle wichtigen Informationen drinstecken über eure Situation, über eure Person, über die Person des anderen, über die Beziehung, wie sie lief, was zur Beziehung eurer, zur Trennung eurer Meinung nach geführt hat und was nach der Trennung abgelaufen ist. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Es gibt, also mehr brauche ich nicht. Die Gedanken, die ihr dazu habt, ne, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ihr im Kindheitsalter mal irgendwie von einer Rutsche gefallen seid und deswegen habt ihr jetzt irgendwie Angst vor Höhe. Das ist alles ganz putzig, aber ich brauche es nicht für die Situation. Also helft mir ein bisschen dabei, umso schneller bekommt ihr Antwort. Noch was anderes, was ich nicht leiden kann, wenn ich in einem Prozess der Bearbeitung bin, gibt es manche Herren und Damen, die es nicht aushalten und immer mehr Informationen nachschießen müssen. Ah ja, ich habe noch was vergessen und ich weiß nicht, ob dir das hier noch was bringt. Und dann möchte ich was bearbeiten und manchmal währenddessen, während ich einen Audiobeitrag aufnehme, kommen 1, 2, 3 weitere E-Mails von derselben Person nach mit irgendwelchen Details, die überhaupt nichts mehr zur Sache tun. Das ist dann zu spät. Was ihr in einer E-Mail schreibt, verwende ich. Dann stelle ich euch vielleicht nochmal ein paar Fragen. Alles, was danach kommt, werde ich in Zukunft nicht mehr berücksichtigen können. So, gehen wir mal rein. Also, Mrs. Anonym. Hallo Micha, leider muss ich gerade feststellen, dass ich wohl die Rebound-Beziehung war. Es tut sehr dolle weh, weil er mir die ganze Zeit versichert hat, dass er mit seiner Ex abgeschlossen hat. Gilt für Männer wie Frauen. Ihr müsst ein bisschen lernen, auf eure Intuition zu hören oder das mehr zuzulassen. Ne? Das ist schwierig. Es ist eine schwierige Balance zwischen Ratio und ja, Emotion und Intuition, ne? Das in eine Balance zu bringen. Ne? Manchmal fühlt man etwas und dann denkt man, das ist doch Quatsch und so weiter, so völlig unlogisch. Oder umgedreht. Ne? Man hat einen bestimmten Gedanken, aber ein Gefühl lässt einen nicht los. Ne? Zum Beispiel, ich glaube, die Alte betrügt mich, ne? Und dieses Gefühl lässt einen nicht los. Ne? Und was ist jetzt wirklich wahr? Was ist jetzt wirklich echt? Das ist schwierig herauszufinden. Wenn ihr, nachdem irgendjemand mit seiner Ex Schluss gemacht hat und ihr kommt mit dem zusammen, relativ kurz danach, im Ablauf von wenigen Monaten, selbst 6 Monate ist manchmal kritisch. Es kommt darauf an, wie die Beziehung geendet ist und so weiter. Und manchmal wird euch da ja auch nicht mal die Wahrheit erzählt. Ja. Aber in so einem kurzen Zeitraum kann man damit rechnen, dass es hier um einen Rebound geht. Okay, mal kurz, du hast es weiter unten geschrieben. Die beiden waren 4 Jahre zusammen. Ihr, also du bist anonym und der Herr, ihr wart 6 Monate zusammen zwischen ihr und zwischen ihr und dir lagen 3 Monate Pause. Das ist oft zu wenig. Ja, also in aller Regel. Er hat wohl Schluss gemacht, aber ich greife das jetzt mal voraus. Wahrscheinlich, weil er wohl dahin getrieben wurde, so deine Analyse, weil sie sich ihm gegenüber so schlecht verhalten hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen voraus. Jedenfalls die Zeit. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Zeit. 3 Monate ist schlichtweg zu wenig. Da muss man wirklich mit Bandagen in die Beziehung rein. Ne? Das muss man locker daten.
Ja, man darf sich da nicht Hals über Kopf und so weiter. Man muss die Leute einfach mal auch ein bisschen kommen lassen. Ne? Das ist das alte Aufmerksamkeitsspiel. Ne? Wenn die die Aufmerksamkeit entziehen und offenbar irgendwie über ihre Ex nachträumen, dann entzieht man die Aufmerksamkeit wieder. Für eine feste Beziehung müssen die wirklich durch einige Reifen dran hüpfen und beweisen, dass sie wirklich abgeschlossen haben. Nach 3 Monaten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und dein Gefühl hat dir das ja auch gesagt, ne? Dein Gefühl hat dir offenbar gesagt, dass da was nicht stimmt. Deswegen schreibst du, es tut sehr dolle weh, weil er mir die ganze Zeit versichert hat, dass er mit seiner Ex abgeschlossen hat. Leute versichern so etwas nur, wenn sie auch gefragt werden. Ne? Ich sage nicht, hey, guten Morgen, übrigens, Schatz, ich habe mit meiner Ex abgeschlossen. Ja, das sagt man nicht. Man sagt sowas nur, wenn man gefragt wird. Deswegen hast du gefragt. Das heißt, du hattest irgendwie einen intuitiven Moment, wo du dir nicht sicher warst, was da abgeht und ob das jetzt wirklich alles so richtig ist und so weiter, ob er wirklich hinter dir steht. Und da war Unsicherheit. Und auf solche intuitiven Momente müsst ihr hören. Nur leider seid ihr dann meistens schon im Boot, habt euch verliebt und möchtet gerne glauben, was ihr hört. Ja, okay, so sind wir Menschen. Es ist schade. Im Zweifelsfall schneller drin. Wenn die Anzeichen zu massiv werden und so weiter und sich jemand immer mehr entzieht, dann könnt ihr das in der Regel nicht retten, indem ihr noch mehr Aufmerksamkeit gebt und Gespräche sucht und was ist los mit dir, lass uns mal drüber reden. Ihr treibt die Leute dann dummerweise immer weiter von euch weg. Das wär bei euch genauso. Ne? Ihr wollt wahrscheinlich, ihr seid in der Beziehung, ihr habt Zweifel, will ich zur Ex zurück, will ich bei der bleiben, bei der ich gerade bin. Und dann ist es meistens besser, dass ihr in Ruhe gelassen werdet. Denn eventuell ist es nur irgendwie so ein komischer Gedanke, eine komische Sehnsucht. Aber wenn dann ihr diesen Menschen, der jetzt gerade anfängt zu überlegen, immer mehr mit Fragen belagert, ja, und was ist los mit dir und so weiter, hast du wirklich mit der Ex abgeschlossen und so, das verfestigt den Gedanken in denen nur noch, hey, ja, vielleicht habe ich wirklich nicht mit meiner Ex abgeschlossen und so weiter. Und die geht mir gerade hier auf den Nerv. Ihr müsst so Leute in Ruhe lassen und es geht am besten, indem man sagt, okay, ich weiß es nicht, ich habe hier echt so ein Gefühl, ich glaube nicht, dass du abgeschlossen hast mit deiner Ex. Ich nehme jetzt hier meine Zahnbürste und so weiter und gehe und bitte melde dich, Kontaktsperre, bitte melde dich, wenn du da eine Antwort gefunden hast dazu, aber so kann ich hier nicht weitermachen. Ich vertraue nicht darauf, dass du wirklich abgeschlossen hast. Dann geht man. Das ist ein starker Frame, das ist eine starke Botschaft, man geht. Und dann haben die auf einmal niemanden mehr. Ne? Die haben nicht die Ex und die haben nicht euch als Rebound-Beziehung, als emotionales Trostpflaster. Ihr entzieht ihnen diese Unterstützung, die ihr denen gegeben habt, ne? Weil offenbar nach 3 Monaten, ihr seid nichts anderes als, ja, ihr seid mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts anderes als ein Trostpflaster, um über diesen Trennungsschmerz hinwegzukommen. Und das müsst ihr denen dann auch entziehen, weil ihr werdet benutzt. Nicht absichtlich. Die wollen ja lieben. Die wollen ja diesen Schmerz überwinden mit der Ex. Deswegen suchen sie irgendwie schnellstmöglich jemand Neuen. Das ist menschlich. Das machen wir alle im Trennungsschmerz. Oder viele. Ne? Also ich habe es auf jeden Fall immer gemacht. Ich habe dann gehofft, so, dass ich jetzt irgendwie eine treffe und so weiter. Die wird so toll sein, die wird mich überzeugen. Aber dieser Zweifel, ne, und diese Sehnsucht nach der Ex kam dann immer wieder angekrochen. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, ja, ist auch nur eine Rebound-Beziehung. Da warst du wohl ein bisschen naiv. Ja, wie gesagt, es ist halt auch wirklich schwierig. Ich denke jetzt in Zukunft, wenn du etwas hier aus dieser Situation lernen kannst, egal wie es ausgeht, ist, hör ein bisschen auf deine Intuition, wenn dir jemand sagt, ja, ich bin über meine Ex hinweg, aber dein Gefühl lässt sich da nicht los und irgendwie wirkt er manchmal nicht so bei der Sache und gibt dir nicht die Aufmerksamkeit, die es am Anfang von der Beziehung verdient und hebt dich halt eben nicht hoch und macht tolle Dinge mit dir, sondern mir geht's heute irgendwie nicht so gut und am Ende führt er vielleicht sogar noch ein Gespräch mit dir darüber, wie schlecht es ihm wegen der Ex geht, dann wird's Zeit zu gehen. Ja, dann seid ihr nichts anderes als ein Therapeut, Therapeutin für den. Es war aber auch nicht die typische oberflächliche Ablenkungsbeziehung, sondern sehr schön und intensiv, ja, das sagst du dir. Er hat mich stark in sein soziales Umfeld integriert, wir haben Zukunftspläne geschmiedet und dann hat er es vor 2 Wochen aus dem Nichts und aus für mich nachvollziehbaren Gründen beendet. Die Gründe sind für dich nicht nachvollziehbar, weil du es als nicht oberflächliche, nicht Ablenkungsbeziehung gesehen hast. Für dich war es sehr schön und intensiv. Aus dem Nichts trennt man sich nicht. Der hatte offenbar die ganze Zeit die Zweifel, war sich da im Unklaren und hat sich wahrscheinlich sehr, sehr dolle Mühe gegeben, dir wirklich eine schöne Zeit zu bereiten. Aber im Endeffekt war es eine Rebound-Beziehung, ist für mich hier ganz klar. Bei der Trennung selbst hat er sehr, sehr stark geweint, gesagt, dass es nicht an mir läge und dass ich ihm sehr wichtig sei und dass er mich nicht verlieren will. Das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm sofort. Ne? Das ist das, ich kenne die Situation. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich sowas selber gesagt.
Man sieht den neuen, man sieht den Rebound-Partner nicht. Man sieht dich nicht in dieser Rebound-Beziehung nicht als das, was du bist, weil da ist so viel Gelee und Gallerte zwischen euch aus alten, nicht abgelegten, nicht verwundenen, nicht verarbeiteten Emotionen mit der Ex-Partnerin. Ne? Und immer wenn er sagt so, hier, guck mal, ich mag Star Wars, lass uns Star Wars zusammen gucken. Und die so, ah, ich habe noch nie Star Wars gesehen. Dann denkt er, ah, das habe ich bei meiner Ex auch gemacht, mit der habe ich auch Star Wars gesehen. Alles, was er mit dir teilen will, was ihm wichtig ist, erinnert ihn wieder an die Ex. Ne? Vielleicht geht er gerne, keine Ahnung, rauslaufen und er ist immer mit der Ex laufen gegangen. Und dann gehst du mitlaufen und er denkt, ah, und dann erinnert ihn das, obwohl er es mit dir teilt, erinnert ihn das, was er gerade mit dir macht, an dieselbe Situation mit der Ex. Und er wird immer wieder aus der Gegenwart in die Vergangenheit gesaugt, weil er noch nicht abgeschlossen hat. Ne? Und deswegen, ja, es lag dann wahrscheinlich auch nicht an dir. Es war scheiß Timing. Vielleicht ein Jahr später, wenn ihr euch begegnet wärt, wäre er da schon lange durch gewesen, wäre mal wieder zurück zur Ex und die wäre mal wieder zu ihm und dann hätten sie sich angebrüllt und dann hätten sie wieder tollen Make-up-Sex gehabt, dann hätten sie sich wieder getrennt, hätten dieses ganze Hin und Her mit On-Off hinter sich gebracht, dieses ganze Theater und er hätte wirklich die Schnauze voll gehabt und er wäre wirklich offen für dich gewesen. Aber das war er in diesem Zeitraum noch nicht. Mal kurz eingeworfen, ich finde es toll, wie du diese E-Mail schreibst. Ich wünschte, ich würde jeden Tag solche E-Mails bekommen, mit denen kann ich gut arbeiten. Es ist einfach sinnvoll, du bringst ein bisschen deine Emotion rein, beschreibst die Situation, worum es geht, verlierst dich auch nicht in 5000 Details und vor allen Dingen badest du nicht im Selbstmitleid. Dafür, wow, also auch für dein Alter. Ich habe hier Leute, die sind mehr als doppelt so alt wie du. Denen fällt das schwieriger. Dass er nicht an mir lege, ja genau, und dass ich ihm sehr wichtig sein und dass er mich nicht verlieren will. Die 2 Tage danach hatte er gesagt, dass er es bereut, ja, sich von mir getrennt zu haben und war sehr anhänglich. Der ist hin und her gerissen. Er ist, ganz klar, da brauchen wir gar nicht mehr groß analytisch mit reinsteigen. Es ist das, was ich vorher sagte, du warst ein Rebound, aber ihm liegt was an dir und das ist gut. Du warst nicht nur einfach die Fick-Beziehung. Ich meine, es ging ja jetzt auch 6 Monate und ihr habt tolle Sachen verlebt. Also er hat mit dir gute Zeiten verbracht und er kann das auch. Aber der ist noch nicht bereit, er ist noch nicht fertig. Das ist wie wenn wir jetzt einen Sportler auf den Sportplatz ziehen wollen, nach einer Verletzung. Das Bein ist noch nicht gesund. Und jetzt sagen wir ihm, jetzt läufst du aber hier, was weiß ich, einen Staffellauf oder was. Ich kann aber noch nicht drüber springen und er bildet sich selbst ein, er könnte es, fliegt aber ständig auf die Fresse. Das heißt nicht, dass die Motivation nicht da ist und nicht das Interesse an dir da ist, aber er kann es nicht. Emotional kann er es nicht, sich voll und ganz auf dich einzulassen. Er ist noch nicht von der Verletzung der alten Beziehung genesen. Er ist nicht mehr arbeiten gegangen, hat nichts mehr gegessen, sich mehrere Mal übergeben und ihm ging es total beschissen mit der Situation. Ja, ob das jetzt war wegen der Trennung von dir, ja, er hat dich als Unterstützungsnetz wohl verloren, das, was er braucht. Und jetzt hat er gemerkt, er ist ganz allein. Und wer weiß, wie oft er sich übergeben hat, ob das wirklich wegen dir war oder wegen der Trauer, dass er die Ex verloren hat. Ich habe dann wohl den Fehler gemacht und bin darauf eingegangen und habe ihm sofort die zweite Chance geboten, worauf er angefangen hat, sich wieder zu distanzieren. Brauche ich nichts zu sagen. Ne? Der Kontakt wurde immer weniger und ich vermute, dass er wohl wieder zu seiner Ex zurückgehen wird. Okay, jetzt nochmal das, was ich vorhin schon sagte. Die waren 4 Jahre zusammen, wir 6 Monate. Zwischen ihr und mir lagen 3 Monate Pause. Das ist sehr schlimm für mich, weil er mir, wie gesagt, immer versichert hat, dass da nichts mehr ist. Auch wenn ich mir da trotzdem nie so sicher war, weil er auch immer noch eifersüchtig war, wenn sie was mit anderen Kerlen macht und so. Das ist eine rote Flagge. Das sind Alarmsignale. Wenn ihr mit jemandem zusammen seid und der redet häufig von der Ex, und negativ über die Ex. Ne? Und wenn er sagt, ja, die Ex, die war so kacke und so weiter. Und immer so, ach, schon redet er schon wieder über die Ex. Ja, aber ich sag doch nur, was alles scheiße mit dir war und so. Selbst wenn sie was Negatives über die Ex sagen oder den Ex. Und es kommt irgendwie so unmotiviert, so aus dem Nichts, weißt du, so, was ist mit dir heute los? Ach, ich reg mich immer noch über meine Ex auf. Dann sind die noch nicht drunter von der. Dann haben die immer noch starke Emotionen. Und wie gesagt, Hass, Wut und so weiter ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist scheißegal. Und die Ex war ihm nicht scheißegal. Und das zeigt man jetzt, sieht man hier jetzt auch, logischerweise, wenn er eifersüchtig ist, in Bezug auf andere Typen, die mit der Ex rumhängen, dann hast du nichts anderes zu tun, als zu sagen, ey Junge, war eine schöne Zeit mit dir, aber du machst dir was vor und du machst mir was vor. Klär das. Komm klar, räum deinen Kopf auf, räum dein Herz auf, klär das mit der Ex, aber das ist hier ein Theaterspiel. Du bist nicht wirklich für mich da und du liebst mich nicht wirklich. Und dann geht man. Also das ist doch eigentlich eindeutig hier. Eifersüchtig wegen den neuen Typen für eine Ex. Wenn er wirklich bei dir wäre, wenn er wirklich emotional bei dir wäre, was wir wollen, sind Leute, die sagen, verdammt ja, ich will dich, verdammt ja, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Wir wollen nicht Leute, die sagen,
verdammt, ja, irgendwie schön, dass ich jetzt hier bei dir bin, aber verdammt nochmal, meine Ex hat einen neuen Typen und ich bin eifersüchtig. Solche Typen wollen wir nicht. Wir wollen Typen, die uns wirklich haben wollen, die Zeit mit uns verbringen wollen, ohne Altlasten. So, seit 4 Tagen bin ich nun in keinen Kontakt. Es scheint ihn nicht zu interessieren. So ganz, also Miss Anonym, ganz im Ernst, 4 Tage. 4 Tage ist gar nichts. Ich habe hier Leute im Coaching, die sind 1 Jahr in einer Kontaktsperre. Ja, das ist gar nichts. Du wirst sehen, wie schnell so 1 Jahr vorbeigeht. Gerade wenn man an einem Menschen hängt, wie schnell 1 halbes Jahr vorbeigeht. Das ist gar nichts. Schau es dir mal an. Ich habe da die, also in vielen meiner Videos drin, habe ich noch eins. Kontaktsperre ist, ja, ist kein Sprint, ist ein Marathon oder umgedreht. Also sowas. Da musst du, jetzt kommt schon wieder eine E-Mail wegen einer anderen E-Mail. Immer ergänzende Dinge. Ach je. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Also. 4 Tage ist keine Kontaktsperre, 4 Tage ist, mir geht's gerade nicht gut, melde mich nächste Woche wieder. Ja, 4 Tage ist irgendwie so, ja, bin mal kurz übers Wochenende nach Hamburg gefahren. 4 Tage ist keine Distanz, in der man lernt, jemanden zu vermissen. Auf gar keinen Fall, vor allen Dingen nicht, wenn der X noch im Spiel ist. Das dauert. Stell dich auf Monate ein, wenn du dieses Spiel spielen willst. Es scheint ihn nicht zu interessieren. Ja klar, es sind ja nur 4 Tage. Wie siehst du die Chancen? Immerhin hat er bei der Trennung gesagt, dass er mich noch liebt und dass er nicht weiß, ob es die richtige Entscheidung ist und ich ihm noch Zeit geben soll. Andererseits hat ihm wohl irgendwas an mir gefehlt, was ihm seine Ex geben kann, obwohl sie ihn vor allem am Ende der Beziehung schlecht behandelt hat, ihn auch, nachdem er mit ihr Schluss gemacht hat, versucht hat, ihn mit seinem besten Freund eifersüchtig zu machen und generell total kindische Scheiße abgezogen hat. Kann mir auch gut vorstellen, dass sie ihn durch seinen Freundeskreis, in den sie natürlich auch gut integriert ist, versucht hat, ihn zu manipulieren. Das sind alles Vorstellungen von dir. Ich fühle mich hilflos, will ihn gerade einfach nur zurück, das ist klar, deswegen schreib's mir, kann verstehen, dass du es nochmal geschrieben hast. Aber deine Videos helfen mir weiter. Mir dabei, mich selbst wieder als wertvoll zu sehen und mich nicht ständig mit seiner Ex zu vergleichen und dann traurig zu sein, weil er sich gegen mich entschieden hat. Wahrscheinlich habe ich eh nie eine reelle Chance gehabt. Vielleicht muss ich auch noch ein paar Wochen mehr. Wochen. Du hast keine Ahnung, worauf du dich hier eingelassen hast. Wenn du diesen Mann haben willst, ich würde sagen, schlag dir das erstmal aus dem Kopf. Aus mehreren Gründen eigentlich. Aber selbst wenn, stell dich auf Monate ein. Und stell dich darauf ein, dass der immer wieder zurückpendelt zur Ex. Du hast dir echt eine Handgranate ins Herz gelegt, muss man dir leider sagen. Es ist so schwer, sich keine Hoffnung zu machen, wenn man selbst so glücklich in der Beziehung war. Es gab nicht Streit. Ich habe immer versucht, so gut es geht für ihn da zu sein, wenn es ihm wegen ihr schlecht ging. Ja, emotionaler Tampon warst du, wofür er auch sehr dankbar war. Ja, war er, ja, weil du ihm was gegeben hast, was er gebraucht hat, um mit dem Schmerz klarzukommen. Aber geliebt hat er dich nicht. Ich kann nicht glauben, dass ihm das alles nichts bedeutet hat. Es hat ihm was bedeutet, aber auch nur so viel. Und ich finde es schade, dass er bei der Trennung dann nicht mal die Eier hatte, zu sagen, dass er sie noch liebt, beziehungsweise, dass er nicht mit, der Satz macht keinen Sinn, dass er nicht mit mir zusammen sein kann, weil er das mit ihr noch nicht verarbeitet hat. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil es der einzig plausible Grund für mich ist. Ja, war der einzig plausible Grund. Sondern sich irgendwelche anderen Gründe ausgedacht hat, die einfach keinen Sinn ergeben und mich total verwirrt haben. Ihr wollt immer Closure. Ihr wollt am Ende einer Beziehung eine vernünftige Ansprache, die offen und ehrlich ist. Ihr werdet es nie bekommen. Und das braucht ihr auch gar nicht. Weil ihr euch selbst den Scheiß selbst gut erklären könnt. Und wenn ihr dann irgendein Gesabbel hört, dann verwirrt euch das. Alles, was ihr nach einer Trennung hört, dann macht jemand mit euch Schluss und alles, was sie dann sagen, ist gequirlte Kacke. Ja, also in dem Moment könnt ihr euch eigentlich die Finger in die Ohren stecken und bla 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 dazu sagen. Ja? Weil sie irgendwie, das ist eine spezielle Situation, eine Trennung. Eine Trennung ist kein aufrichtiges Gespräch mit einem Freund, sondern man hat Erwartungshaltung an sich selbst und man weiß, der andere hat auch Erwartungshaltung an mich. Ne? Und dann hat man irgendwo da drin noch das, was man gerade fühlt, ist aber selber verwirrt, weil man trennt sich gerade, aber oh, wie kriege ich das jetzt hin, will dem aber nicht wehtun, will aber auch die Wahrheit sagen, aber wenn ich die Wahrheit sage, dann tut es weh, dann flippen die aus, dann beschimpfen die mich und in diesem ganzen Durcheinander kommt dann irgendeine Gülle raus, die sie euch erzählen. Ich würde auf keines einzige dieser Worte groß Wert legen, selbst wenn da drin irgendwie mal so ein kleines Goldnugget an Wahrheit steckt, bringt es einem nicht, weil es zugekleistert ist mit ziemlich viel anderem Scheiß, den man dann hört. Du hast hier das selber ganz gut erklärt, du warst der Rebound. Ja, jetzt stellst du die Frage, hat das noch eine Chance, was zu werden? Ich sage, ja klar. Ja, klar, alles hat eine Chance, noch was zu werden. Ihr habt eine gute Zeit miteinander verbracht. Und wo ich jetzt aber ein Problem sehe, ist so deine Ungeduld. Nach 4 Tagen Kontaktsperre, kein Kontakt, kriegst du schon die Krise.
Du kriegst jetzt Hausaufgaben von mir, du schaust dir alle anderen meiner Videos an. Das mache ich nicht, damit der Playcount nach oben geht. Das interessiert mich herzlich wenig. Aber so ein paar Indikatoren hier aus deiner Nachricht, da habe ich rausgehört, dass du nicht wirklich die Arbeit gemacht hast und dir die anderen Sachen noch angehört hast zu dem Thema. Ich habe sehr viel gemacht, ich weiß. Aber viele Sachen werden dir einfach, denke ich, weiterhelfen, wenn du sie dir von mir anhörst. Und dann werden sich solche Dinge klären wie 4 Tage kein Kontakt. Es scheint dir nicht zu interessieren. Wie gesagt, das ist gar nichts. Und es zeigt mir, dass du vielleicht nur 1 oder 2 Videos von mir überhaupt angesehen hast. Ja. Das ist kein Vorwurf, aber viele deiner Fragen lösen sich dann vielleicht auf. Ja, Kontaktsperre. Ich verweise auf die Videos. Ich habe sehr viele Videos zu Exdrück zur Kontaktsperre gemacht. Zum Beispiel Kontaktsperre richtig anwenden. Das ist ein relativ neues Video, ist aber sehr populär geworden in relativ kurzer Zeit, wo ich es nochmal versuche, ein bisschen mehr zusammenzufassen, wie du damit umzugehen hast. Vor allen Dingen arbeitest du jetzt an deinem Mindset, an deinem Frame, an deinem Selbstbild. Du nimmst dich selbst als mentalen Ursprungspunkt. Du konzentrierst dich auf dich. Du machst Sport. Du beschäftigst dich, du unternimmst was mit Freunden und du versuchst diese Kontaktsperre zu überleben. Und hoffentlich passiert eins von beiden Dingen. Entweder er kommt zu dir zurück, aber was ich dir noch mehr gönnen würde, das magst du jetzt nicht hören, du findest jemand anderen. Weil selbst wenn er zurückkommt, selbst nach ein paar Monaten, besteht die Gefahr, dass er immer noch nicht so ganz sauber und aufgeräumt hat. Vor allen Dingen hast du dann den Zweifel, oh, kann es jetzt wirklich gut werden. Das heißt nicht, dass es nicht was werden kann. Aber es ist mal wieder etwas wieder aufwärmen und das ist immer suboptimal. Ich helfe euch bei Exdrück, aber ich sage, es ist suboptimal. Es ist immer schwierig, weil man alte Wunden zu überwinden hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht klappen kann. Ich sage aber nur, jemand Neues wäre vielleicht besser für dich. Deswegen in der Kontaktsperre sein, tu alles, was notwendig ist, um ihm nicht zu schreiben. Er muss lernen, dich zu vermissen. Er muss lernen, dass du, wenn er nichts tut, bist du weg. Und dann wird er einfach eine billige Milchmädchenrechnung im Hirn abziehen. Die Ex hat ihn scheiße behandelt will nichts von ihm, ja, und treibt sich mit anderen Kerlen rum. Und das schmerzt ihn und das sind einfach Unsicherheiten, die bei ihm getriggert werden, ne? Weil irgendwie so, oh, diese Eifersucht drückt sich da auch aus. Er fühlt sich abgewertet durch das Leben, was seine Ex gerade führt, ne? Und du bist aber offenbar sehr stabil, das lese ich ja hier raus, ne? Du scheinst sehr stabil, sehr unterstützend zu sein. Eigentlich, ich kenne jetzt die Ex nicht, aber du klingst auch eigentlich wie ein super Deal. Du klingst auch wie ein super Deal und das muss er merken. Das muss er wieder merken, was du für ihn gemacht hast, was du für ihn sein konntest. Und du hast ihn unterstützt, das, wie ich finde, auch die Rolle einer Frau, den Mann zu unterstützen in seinem Frame, tatsächlich. Und das ist etwas, was Männer sehr mögen. Männer im Endeffekt auf eine sehr alberne Art und Weise suchen eine Ersatzmutter auch in ihrer Partnerin. Ist so. Ja? Die suchen jemanden, der klasse ist fürs Bett und so weiter, für Abenteuer und so weiter. Aber sie suchen auch jemanden, der, wenn es ihnen irgendwie mal schlecht geht, für sie zur Apotheke geht und dann mal eine Hühnerbrühe aufkocht. Ja? Brauchen wir jemanden, der ihn betüttelt. Und ich glaube, das hast du hier gemacht. Das ist sehr attraktiv. Das ist sehr angenehm, aber leider hat er nur das von dir wirklich gebrauchen können als emotionalen Tampon. Und am Ende hat das nicht gereicht, weil die Sehnsucht nach der Ex zu groß war. Deswegen muss er lernen, dich zu vermissen. Und das geht nur, wenn du den Kontakt abbrichst. Nicht blockieren, nicht so Scherze. Ich würde sagen, auch in den sozialen Medien, weil ich hier merke, schon nach 4 Tagen wirst du nervös, dann würde ich dir ratschlagen, ihn überall zu löschen, ne? Entfernen bei Facebook und so weiter, nicht zu blockieren, vielleicht mal kurz schreiben hier und so weiter. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn, wenn wir in den sozialen Medien noch zusammen rumhängen. Nimm es nicht persönlich, aber das brauche ich jetzt für mich und ich möchte einfach vorankommen und abschließen. Ja? Und dann fängt er vielleicht an zu, oh, wenn ich jetzt nichts mache, ist sie wirklich weg. Aber das ist wirklich ein Marathon und kein Sprint, stelle ich auf ein paar Monate ein. Ich würde mich freuen, einfach mal eine generelle Einschätzung zu bekommen, dass du mir gerne auch sagst, welche Fehler ich gemacht habe, etc. Fehler kann ich nicht wirklich drin sehen. Es ist eher ein Fehler im Mindset. Du bist zu ungeduldig, 4 Tage ist wirklich nichts. Und offenbar hast du nicht wirklich viele Beiträge von mir zu dem Thema gehört. Das machst du jetzt noch. Ich würde mich freuen, einfach mal eine generelle Einschätzung zu bekommen. Ach, das habe ich ja eben schon vorgelesen. Sorry. Und da ich es sehr schätze, wie authentisch du bist und die YouTube-Videos, habe ich auch etwas gespendet. Ich danke dir, Mrs. Anonym. Vielen Dank für die Spende. Ich hoffe, dir jetzt irgendwie was mit auf den Weg gegeben haben zu können. Viele der Dinge, finde ich, die ich dir jetzt gesagt habe, hättest du dir selbst beantworten können, wenn du mehr meiner Videos gehört hast. Aber sei es drum. Ich danke dir dafür, dass du die Geschichte mit mir geteilt hast und so eine wunderbare E-Mail daraus gemacht hast, die auch in einem Stück zu lesen ist. Allerdings begehst auch du hier den Fehler oder das, was immer ein klein wenig anstrengend ist. Du hast noch mal was hinterhergeschoben. Wo ist das denn noch gleich?
Eine Ergänzung kann ich gar nicht leiden. Wenn ihr dann danach ankommt und noch was hinterher schreibt, ich nehme es jetzt nochmal mit, weil es ist albern, wäre es nicht zu tun. Aber nur, dass ihr es wisst, ich kann es nicht leiden. Schreibt was in eine E-Mail und ja, alles, was da rein muss. Und dann gebt mir einfach auch mal Zeit. Und dann nehmt ihr euch halt auch Zeit, die E-Mail zu schreiben, bis sie fertig ist. Ne? Vor dem Absenden überlegt nochmal, verstehe ich das, was ihr mir schickt? Kann er das überhaupt verstehen? Oder habe ich jetzt hier nur ein emotionales, selbstmitleidiges Geheule reingetippt, mit dem er gar nicht arbeiten kann? Ist es knapp genug? Ist es so knapp genug wie möglich? Ja? Und steht auch wirklich alles drin? Oder muss ich einen Tag später doch nochmal was hinschicken, weil irgendwie angeblich was wichtig war? So, jetzt nehme ich das doch nochmal auf. So, hey, ich weiß nicht, ob das für deine Einschätzung noch relevant ist, aber mir sind noch ein paar Sachen eingefallen. Hoffe, ich nerve nicht. Doch, ehrlich gesagt schon, habe ich eben gesagt. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Aber irgendwie muss ich das doch loswerden. Sätze von ihm, als wir noch geschrieben haben, noch 3 bis 5 Tage nach der Trennung. Ich vermisse dich, fühle dich gekuschelt, gute Nacht, meine Kleine mit Herzen. Widerlich, wird mir schlecht, wenn ich das lege. Nach einer Trennung schreibt er dir sowas. Nach ein paar weiteren Tagen hat das dann auch von seiner Seite nachgelassen. Gott sei Dank, weil es gehört zu einer Trennung auch irgendwie so ein Mist bleiben zu lassen. Und wir haben nur noch normal weitergeschrieben, bis ich dann eben in keinen Kontakt bin, weil ich gemerkt habe, dass er die Lust am Schreiben verliert. Und das Gespräch nur noch von mir ausging, was natürlich nie die wirkte. Merkst du selber? Brauche ich nichts zu sagen. Was von ihm nicht okay ist, wie gesagt, du warst der emotionale Tampon, es gab Trennung, aber er hat trotzdem diese Emotionalität gebraucht. Er hat, das ist meine Einschätzung, er hat dir diesen Kram da geschrieben mit Herzchen, weil er ein Herzchen zurückhaben wollte. Wenn er dir geschrieben hat, fühl dich gekuschelt, wollte er lesen, und jetzt wird's hart, egal von wem, was Schönes zurück zur Nacht, weil er nicht alleine sein kann. Dieser Mann ist nicht fertig, der Mann ist 2021 die Ecke rum, das sind für mich keine Männer. Männer werden heutzutage nicht um 20 rum fertig, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Das sind noch Teenager. Ja? Aber weil ich aus eigener Erfahrung und das, was ich so häufig sehe, ab 28 können wir über jemanden reden, da ist es vielleicht ein Mann. In Ausnahmefällen schon weiter drunter. Aber der braucht jetzt wirklich einfach eine, die mit ihm kuschelt, deswegen schreibt er das. Und weil diese Nachricht nicht von seiner Ex, er hat genau im selben Moment hat er wahrscheinlich seine Ex belagert und ihr Nachrichten geschrieben und keine Antwort bekommen. Und dann hat er wahrscheinlich dir geschrieben und du hast ihm was Schönes zurückgeschrieben. Und das hat kurz gewirkt, aber dann hat er gemerkt, es ist nicht von der Person, von der er das eigentlich haben will. Und dann hat er angefangen, irgendwann normal zu schreiben, weil er gemerkt hat, was er für einen Scheiß erbaut. Aber er wollte eigentlich nur diesen Trigger, diesen Dopamin-Rush, den man hat, wenn man sowas Schönes von einem Menschen liest. Aber du warst die Falsche in dem Moment. Deswegen hat das bleiben gelassen, hat dich verwirrt. Es hat dir nur noch mehr wehgetan, du wurdest needy. Hast aber relativ schnell gemerkt, was jetzt abgeht. Hast du gut gemacht. Und zwar nicht okay von ihm aus, aber so sind Menschen. Ja, also wir alle machen so einen Mist und schreiben Leuten irgendwie, ja, gute Nacht, Herzchen. Und uns ist eigentlich fast ziemlich egal. Und wir wollen einfach nur, dass irgendjemand uns noch eine gute Nacht wünscht, weil wir uns so alleine fühlen. Aber irgendwie war das trotzdem komisch, wirkte so, als würde er die Trennung am Anfang selbst nicht wahrhaben wollen, weil warum sollte man sonst die Tage danach schreiben, als wäre nichts gewesen? Habe ich dir eben erklärt, meine Überzeugung, dass das der Grund war. Er meinte dann halt auch ständig, dass er noch Zeit braucht, was ja eigentlich nur eine billige Ausrede ist und nicht weiß, in welche Richtung es geht. Leider hat das bei mir halt auch wieder Hoffnung ausgelöst. Zweite Sache, oh Gott, es gibt noch eine zweite Sache. Leute, in eine E-Mail und in eine E-Mail bitte alles reinpacken. Ich nehme es jetzt noch mit. Ich weiß nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass seine Ex ihn gar nicht mehr zurück will. Sie erwidert seine Social-Media-Anfragen nicht und so weiter. Frage ich mich, woher du das weißt? Ja, ich dachte, du bist in der Kontaktsperre. Und wahrscheinlich sind es frühere Informationen, muss jetzt aber nicht mehr gelten. Bist ja in der Kontaktsperre. Vielleicht geht es jetzt doch. Woher willst du es wissen? Sachen ändern sich schnell und die Gefühle von Frauen, insbesondere von Frauen, ändern sich wie die Wolken am Himmel. Und vielleicht ist seine Ex, hat sich eventuell mittlerweile schon wieder erwärmt. Wir können es nicht sicher sagen. Und ich verstehe auch nicht, warum er so dringend zurück will. Klar, er findet die beiden viel Schönes, aber jetzt kommt wahnsinnig viel Blabla von dir. Entschuldigung, du kennst die Beziehung nicht und die interpretierst, ja, und projizierst irgendeinen Quark auf irgendeine Beziehung, die du nicht kennst. Und du kennst nur seine Sichtweise, was er erzählt hat. Und das war immer gefiltert durch die Informationen, die er dir mitteilen will. Und andere Sachen hat er zurückgehalten. Du hast keine Ahnung, wie deren Beziehung war. Du weißt es nicht. Kennst nur seine Seite. Und die hat er zu dir gesagt, nicht zu seinem besten Freund, der bewertungsfrei vielleicht seinen ganzen Müll anhört, sondern zu dir. Und dann hat er wahrscheinlich auch ein Restmaß an Funken, an Anstand besessen, dir nicht seine ganze Sehnsucht für ihr gegenüber zu offenbaren, weil sonst hätte er nicht immer gesagt, hätte nicht immer behauptet, er will über sie schon hinweg, weil das ja nicht war. Bla, Hassnachrichten, bla. Also natürlich ist es seine Entscheidung, bla, bla, bla. Frage mich aber auch, was ist, wenn es mit den beiden wieder nicht klappt. Jetzt wird's mal langsam wieder interessant. Dann hörst du auf zu projizieren und irgendwas zu interpretieren. Ich frage mich aber auch, was ist, wenn es mit den beiden wieder nicht klappt und er dann wieder bei mir ankommt? Sollte ich ihn dann überhaupt noch zurücknehmen? Fragezeichen. Das fragst du mich?
Ja und nein. Es kommt darauf an, wie er es macht, wie er zurückkommt. Benutze deinen eigenen Kopf, dein eigenes Herz in dem Moment. Wenn er da ist, wenn du ihn erstens zurück noch überhaupt noch zurückhaben willst und nicht irgendwie drei andere Typen gedatet hast, die dreimal so toll waren wie er, was ich dir wünsche. Aber wenn er dann zurückkommt und du hast noch Lust auf ihn und glaubhaft bringt er das rüber und so weiter, ja, aber dann lass es langsam angehen. Der muss dich verdienen. Der muss lernen, dich zu vermissen und der kann dich dann nicht einfach so wieder zurückhaben wie bei eurem zweiten Versuch. Und sagen, schön langsam machen, wir treffen uns mal, ihr geht mal abends irgendwie ein Stündchen was trinken und dann sagst du, ja, nach einer Stunde, jetzt ist aber auch wieder gut, ich habe noch was zu tun. Und dann lässt sie ihn da sitzen. Ja? Also es nicht übertreiben und dann schon am ersten Abend ein romantisches Candlelight-Dinner. Das hat er nicht verdient. Der muss arbeiten, um dich wieder zu bekommen. Und dann, wenn er das gut tut und erkannt hat, welchen Wert du hast, weil du es ihm nicht so einfach machst, was du nicht tun darfst, dann hat er vielleicht gemerkt, wie toll du bist und was er da verloren hat. Und dann kann er froh sein, dass er dich wieder gewonnen hat. Das ist dein Mindset. Okay, das war's. Leute, ich war Coach Micha. Glaubt an euch, glaubt an den Prozess. Peace.